Ganz ohne Verletzungen und Übertretungen ist es aber auch in dieser Silvesternacht nicht abgegangen. Knapp 4000 Notrufe gingen in der Landesleitzentrale in Wien ein. 1600 Polizisten waren dort im Einsatz. Besonders schwer waren die Ausschreitungen in Favoriten. Eine Gruppe junger Männer verwandelte die Straßen dort in furchterregende Schauplätze, wie Passanten berichten. Dramatische Bilder vom Reumannplatz. Dutzende junge Männer randalieren im Schutze der Nacht. Sie zünden verbotene Feuerwerkskörper, beschädigen Auslagen und Bänke. Zahlreiche Fensterscheiben gehen zu Bruch. Das sind diese Silvesterraketen in der Tschechei. Die gehen nicht in die Luft, sondern die spritzen so weg. Und dann ist die Megadruckwelle. Du hast nichts gesehen, es war so ein Nebel und durch die Raketen war das noch viel schlimmer. Ne? Ich wirklich glaube, ich bin mitten im Krieg. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an. Beamte und Fahrzeuge werden mit Böllern attackiert. Schließlich gelingt es den Einsatzkräften, 9 Tatverdächtige in einem Wohnhaus zu stellen. Die 9 festgenommenen Personen sind im Alter zwischen 14 und 29 Jahren. Sie sind österreichischer, syrischer und irakischer Herkunft. Von diesen 9 festgenommenen Personen befindet sich derzeit nur noch der 21-jährige syrische Staatsangehörige in polizeilicher Anhaltung und ihnen wird unter anderem die schwere Sachbeschädigung zur Last gelegt. Nach den anderen Tatverdächtigen wird gefahndet. Kurz vor 22 Uhr wird die Rettung nach Simmering gerufen. Im Bereich eines stillgelegten Bahngleises in der Kobalgasse haben mehrere Personen mit Feuerwerkskörpern hantiert. Ein Böller ist in der Hand eines 25-Jährigen explodiert. Der Mann wird mit zerfetzter Hand ins Krankenhaus gebracht. Großes Glück hat eine Pensionistin im 15. Bezirk. Vermutlich durch eine Rakete bricht auf ihrem Balkon in der Marischgasse ein Brand aus. Die Wiener Berufsfeuerwehr ist rasch zur Stelle. Unter Atemschutz wird die Wohnung aufgebrochen. Die 80-jährige Frau liegt bereits regungslos im Wohnzimmer. Sie wird mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.